Grüß Gott und guten Abend. Ganz herzlich heiße ich Sie hier im Raum und zu Hause über den Livestream an der Katholischen Akademie Berlin willkommen. Unter dem Titel Ungarn in Deutschland, eine andere Geschichte deutsch-jüdischer Begegnungen, bietet sich heute die Gelegenheit zu einem Gespräch mit Dr. Thomas Spahr, Rabbiner Dr. Gabor Lengyel und der Direktorin des Collegium Hungaricum, Dr. Martha Neuss. Es ist wieder ein ganz besonderes Vergnügen, Thomas Spahr hier zu Gast zu haben, um gemeinsam mit dieser prominent besetzten Runde seine faszinierende Schilderung der vielfältigen literarischen wie philosophischen Konstellationen ungarischen Lebens in Deutschland zu erkunden. Hier, Hotel Budapest, Berlin. Der dicht gedrängte Raum zeigt eindrücklich das beträchtliche Interesse, auf das seine Spurensuche stößt. Und umso dankbarer bin ich, dass er uns heute hier an der Katholischen Akademie persönlich durch sein Werk führt. Im Gespräch mit Rabbiner Dr. Gabor Lengyel und Dr. Martha Neuss will der Abend eine Gelegenheit bieten, um die historische Erinnerungsarbeit mit konkreten und persönlichen Erfahrungen des Lebens von Ungarn in Deutschland zu verknüpfen. Wenn wir über Budapest und Berlin sprechen, ist es heute eine besonders schöne Koinzidenz, dass das Collegium Hungaricum in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum seiner Gründung feiert. Und das Nette ist, wenn Sie zu einer Veranstaltung kommen, Sie finden gleich die Einladung zu den nächsten Veranstaltungen. Hier haben Sie den Flyer zu einer wunderbaren Ausstellung und das Programm des Collegium Hungaricum in der schönsten Lage Berlins, direkt am Brandenburger Tor. Also gehen Sie mutig an diesen Ort, falls Sie ihn noch nicht kennen. Und wenn Sie ihn kennen, wissen Sie eh, dass Sie da wieder hinwollen. So, das andere, vielleicht überraschende Leitmotiv in Thomas Spahrs Buch ist zudem die spezifisch jüdische Erfahrung in der reichhaltigen Beziehungsgeschichte von Ungarn in Deutschland. Hier gilt es, die markanten Impulse für den Neubeginn deutsch-jüdischer Begegnungen nach 1945 zu vergegenwärtigen, die oft genug gerade eben auch einen ungarischen Kontext haben. Und da bin ich ganz gespannt darauf, mehr darüber zu erfahren. Thomas Spahrs Buch lehrt uns, solche Konstellationen neu zu sehen. Es ist entlang geschrieben der Wendepunkte oder Schicksalsjahre des ungarischen Jahrhunderts 1918, 1944, 1956, 1989. Und so aus meiner eigenen Kindheitserinnerung kann ich auch noch sagen, wie Alois Mock, der damalige österreichische Außenminister, ich bin halt Österreicher, ja, aber den eisernen Vorhang durchtrennt hat mit seinem ungarischen Amtskollegen bei Sopron, ist eine prägende und lebendige Erinnerung. Ja. Sogar als Zehnjähriger weiß man noch genau, das hat sich eingebrannt, ja, wurde rauf und runter übertragen über Wochen. Ja. Das ist schon bemerkenswert. Und sich das dann aber intellektuell nochmal neu anzueignen und dann die Hintergrundgeschichten dazu zu hören und zu lesen, dafür ist es ein wunderbares Büchlein. Weil es oft genug so ist, dass der Abend zu schnell vergeht, nehmen Sie so ein Büchlein mit nach Hause. Es ist immer meine Freude, dass Herr Schof so bereitwillig hier teilnimmt und die Bücher von seiner wunderbaren Buchhandlung Zauberberg in Friedenau bei uns zum Besten anbietet. Ich kann nur sagen, greifen Sie zu, kaufen Sie, kaufen Sie, kaufen Sie. Das bereuen Sie bestimmt nicht. So, und bevor wir jetzt anfangen, wird mein ganz geschätzter Kollege Dr. Thorsten Lacktke, Referent für interreligiösen Dialog, Ihnen gleich die drei Mitwirkenden des Abends nochmal vorstellen. So einen wunderbar spannenden Abend hier an der Katholischen Akademie gibt es denn nämlich auch nur wegen einer Kooperation mit dem Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Ich freue mich sehr, dass ich immer wieder auf Thorsten zugehen darf und sagen, wie wär's? Und genau, es ist eine Freude, jedes Mal, vielen Dank. Vielleicht waren Sie ja bei Hannah Arendt schon dabei, bei Martin Buber. Es geht auch im nächsten Monat gleich wieder weiter. So, jetzt freue ich mich auf diesen
lebendigen Austausch. Schön, dass Sie hier sind. Hinterher gibt es das bewährte Glas Wein, der Vorteil, wenn man an die Akademie kommt. Und dann setzen Sie den Austausch fort. Beteiligen Sie sich rege am Podiumsgespräch. Geben Sie einfach ein Handzeichen. Ich versuche, Sie dranzunehmen, falls Sie nicht drankommen. Kommen Sie mit einem Glas Wein auf uns zu und quatschen Sie uns an. Schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Bitte, Thorsten. Können Sie mich verstehen? Ja, sehr geehrter Herr Dr. Spahr, sehr geehrte Frau Dr. Neutsch, sehr geehrter Herr Rabbiner Dr. Lengje, lieber Stefan, sehr geehrte Damen und Herren hier im Publikum und an den Bildschirmen zu Hause. Schön, dass Sie auch heute wieder so zahlreich erschienen sind zu unserer gemeinsamen Veranstaltung über Ungarn in Deutschland. Stefan hat es erwähnt, es ist bereits die dritte Kooperation, die wir zusammen machen, also die Katholische Akademie in Berlin zusammen mit dem Deutschen Koordinierungsrat, der Dachverband der über 80 Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Deutschland. Ich habe die wundervolle Aufgabe, Ihnen die ReferentInnen vorzustellen, was ich jetzt gerne mache. Dr. Thomas Spahr wurde 1956 in Hamburg geboren, lebt heute in Berlin und ist Autor, Literaturwissenschaftler und Verlagslektor. Nachdem er in Marburg, Hamburg und Paris Literaturwissenschaft und Philosophie studierte, war er von 1986 bis 1989 an der Hebräischen Universität in Jerusalem tätig, wo er genauso wie in Hamburg Lehraufträge innehatte. Später arbeitete er dann im Deutschen Literaturarchiv in Marbach, leitete von 1990 bis 1998 den jüdischen Verlag im Suhrkamp Verlag und war ebenfalls Cheflektor des Siedler Verlags. Bei Suhrkamp dann, wo er bis 2015 stellvertretender verlegerischer Leiter war, ist er heute tätig als Editor at Large. Außerdem, und das ist für die Berliner und Berlinerinnen hier wichtig, er ist im Vorstand der Literaturbrücke e.V., das heißt dem Trägerverein des Hauses für Poesie in Berlin. Gehen Sie alle einmal hin. Neben seiner verlegerischen Tätigkeit hat Thomas Spahr zahlreiche eigene Bücher verfasst und mit anderen gemeinsame Publikationen herausgegeben. Im Berenberg Verlag erschien 2017 das Buch Grunewald im Orient, das deutsch-jüdische Jerusalem, das Sie ebenfalls dort auf dem Tisch finden, sowie 2021 das Buch, um das es heute geht, Hotel Budapest Berlin von Ungarn in Deutschland. Bei der Deutschen Verlagsanstalt veröffentlichte er 2020 das hochgelobte Werk Todesfuge, Biografie eines Gedichts, und die Poesie von Paul Celan war bereits das Thema seiner Dissertation. Im Oktober letzten Jahres erschien bei Fischer dann unter dem Titel »Ich will fortleben, auch nach meinem Tod« eine Biografie des Tagebuchs von Anne Frank, für die er zahlreiche Archive auswertete. Nächsten Monat kommt im jüdischen Verlag der Band »Deutsche und Juden« heraus. Die Dokumentation einer Debatte, wie es im Untertitel heißt, und die 1966 in Brüssel stattfand, gibt er gemeinsam mit Amir Eschel heraus. Dr. Martha Neutsch studierte in Szeged und Tübingen Geschichte, Germanistik und Latein. Von 1996 bis 2005 unterrichtete sie Germanistik an der Peter-Pasmani-Universität in Budapest. Anschließend war sie bis 2018 als Beauftragte für das Kulturprogramm am Budapester Goethe-Institut tätig. Seitdem leitet die Botschaftsrätin das Collegium Hungaricum Berlin, das bereits, es wurde schon erwähnt, vor 100 Jahren als Collegium Hungaricum gegründet worden war, und zwar zur Förderung des akademischen Nachwuchses. Heute fördert es als Teil des Netzwerks ungarischer Kulturinstitute weltweit den kulturellen und wissenschaftlichen Austausch zwischen Ungarn und Deutschland. Außerdem ist das Kollegium Gründungsmitglied von UNIC Berlin, der Gemeinschaft europäischer Kulturinstitute. Dr. Gábor Lengyel, und es war sehr schwierig, das einigermaßen zusammenzufassen,
wurde, aber er wird Ihnen noch einiges im Gespräch berichten. Dr. Gábor Lengyel wurde 1941 in Budapest geboren. Sein Vater Márton Lengyel war lange ein führendes Mitglied im Zentralverband der ungarischen Juden. 1956 ging Gábor Lengyel nach Israel, wurde Techniker und arbeitete nach einem Studium in Braunschweig bis 2003 als Manager in internationalen Industrieunternehmen. Er war Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Braunschweig, Mitbegründer der deutsch-israelischen Gesellschaft dort und auch Mitbegründer der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Niedersachsen-Ost, was natürlich sehr schön hier auch zu der Kooperation heute passt. Seitdem engagiert er sich stark im jüdisch-muslimischen und im jüdisch-christlichen Dialog. Und als wir als Koordinierungsrat 2016 die Woche der Brüderlichkeit in Hannover eröffnet haben, war Herr Lengyel bereit, uns in die Synagoge einzuladen und hat beim Schabbat-Gottesdienst über das damalige Jahresthema um Gottes Willen gesprochen. Zwischen 2003 und 2008 studierte er am Rabbinerseminar in Budapest und am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam. 2011 folgte die Promotion mit der wichtigen Studie Moderne Rabbinerausbildung in Deutschland und Ungarn. Und das Beste ist, diese Arbeit finden Sie sogar gratis im Internet und können Sie sich downloaden. Seit 2009 ist er in der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover tätig, heute als Seniorrabbiner. Außerdem ist er Lehrbeauftragter an der Universität Hannover und Rabbiner in der Reformsynagoge in Hamburg. Und nun wünsche ich Ihnen und uns einen erkenntnisreichen Abend über Ungarn in Deutschland und übergebe an Herrn Spahr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die so freundliche Begrüßung hier, wo ich schon häufiger war. Und ein Freund hat heute oder gestern mir Grüße aufgetragen an den Hausherrn. Da war ich gespannt, wen er nennt. Und er hat den Prälaten genannt. Und habe ich gesagt, das ist nicht der Hausherr. Der Hausherr ist hier der Heilige Geist. Und in der Stellvertretung ist es dann Joachim Hake und Stefan Steiner, der mich häufiger eingeladen hat zu Veranstaltungen, zu fast allen Themen. Und die Erforschung deutsch-jüdischer Geschichte hat hier einen festen Ort dank Ihnen. Und Hotel Budapest Berlin heißt mein Buch von Ungarn in Deutschland. Also Ungarn in Deutschland habe ich mich gar nicht getraut, das zu nennen. Und ich habe auch Márton Lengyel ganz herzlich zu danken für die Begleitung vor der oder bei der Entstehung des Buches und als es dann herausgekommen ist. Und ich habe auch meinem Verleger herzlich zu danken, Heinrich von Bernberg, der dieses Buch so engagiert unterstützt hat, weil er daran was gefunden hat. Und als das Buch präsentiert wurde vom Collegium Hungaricum, gab es ein Konzert zur Eröffnung. Und es wurde eigentlich ein Festival eröffnet, Berlin-Budapest. Und es war ein Konzert, das so anspruchsvoll war, dass ich meiner Begleitung gesagt habe, das wäre der Eröffnung jeder Musikhochschule eine Ehre, ein solches Konzert zu erleben. Aber das zeigt etwas von Ungarn in Deutschland. Und Herr Lengyel, ich freue mich besonders, Sie wiederzutreffen. Wir sind uns in Hamburg begegnet und in Hannover hat mir Bischof Meister von Ihnen erzählt. Und Sie verkörpern schon allein durch Ihren Weg, wie Sie hierher gekommen sind, nicht nur hierher, sondern nach Deutschland gekommen sind, aber wie Sie auch die Berufe gewechselt haben oder ergänzt haben, als Rabbiner, aber über welchen Weg, etwas von diesem freien Geist, den Ungarn verkörpert. Und einer von Ihnen hat zur Einführung davon gesprochen, es gäbe so etwas, ich glaube, Herr Steiner war das, ein ungarisches Jahrhundert. Und das 20. Jahrhundert ist ganz stark von Ungarn geprägt. Wir merken das in bestimmten Momenten. Eigentlich spielen Nationalitäten gar nicht mehr diese Rolle, aber
die große, die überragende Rolle ungarischer Literatur, die Übersetzungskunst, die wir ins Deutsche haben, mit den Werken von Kertész Esterházy, Nadas, nehmen Sie, wen Sie wollen, von den ungarischen Autorinnen und Autoren, aber auch von den Übersetzerinnen, dann werden Sie feststellen, dass man wirklich von so etwas wie einem ungarischen Jahrhundert, dem 20. Jahrhundert als ungarischem Jahrhundert sprechen kann. Und für mich war es eine interessante Erfahrung, wie für uns alle, glaube ich, zu sehen, wie Ende der 80er Jahre, nachdem die beiden Außenminister diesen Drahtzaun im Juni 1989 bei irgendeinem Frühstück, einem transnationalen Frühstück, durchtrennt hatten. So etwas war es. Außenminister Horn und Herr Mock. Dass es eine ganz starke Bewegung gab von ungarischen Autoren, die ins vereinte, sich vereinigende Deutschland kamen und vor allem nach Berlin. Und meine These in diesem Buch ist, meine Damen und Herren, dass sie nach Berlin zurückgekehrt sind. Die Autoren von 1989, 90 und den Folgejahren, die hierher gekommen sind, Sie können etliche nennen, einige habe ich schon genannt, die waren schon einmal da, sie waren in den 20er Jahren da. Sie sind 1918 nach dem Ende des Königreichs Ungarn, des Kaiserreichs Österreich-Ungarn, nicht nach Wien gegangen. Das ist ja eine Kränkung, die, Herr Steiner, wir haben uns im Vorfeld schon verständigt, dass wir das Thema etwas umschiffen. Meine These ist oder meine Vermutung ist, dass Wien war ein wichtiger Transitort. Und ich vermute, Herr Lengyel wird uns auch etwas darüber erzählen können. Wie 1956 gut ausgebildete Ungarn einfach nach Europa kamen, nach Westeuropa und das unendlich bereichert haben. Aber nicht nur in Berlin, in Paris, in New York, in Australien. Überall finden Sie diese Kolonien von Ungarn. Aber das Interessante an der Entwicklung der 20er Jahre ist, dass zum Beispiel der Film, die ganze Filmindustrie, UFA, im Wesentlichen von Ungarn bestimmt ist. Die Technik, der Technikerstab um 1928 in der UFA war fast zur Hälfte mit ungarischen Technikern besetzt. Die bildenden Künstler, die Fotografie ist eine ungarische Domäne. Von der Musik wollen wir ganz schweigen, weil das bis heute andauert und sich gar nicht verändert hat. Und die interessante Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass mir dieses, sagen wir, jüdisch-deutsch-jüdische Thema eigentlich gar nicht am Anfang präsent war, sondern George Dalos, so etwas wie das ungarische Gedächtnis in Berlin, der hat irgendwann mal zu mir gesagt, schreiben Sie eigentlich über die linke oder die rechte Immigration? Und da habe ich gesagt, naja, die linke Immigration ist schon interessanter. Das ist natürlich die ungarisch-jüdische. Aber es hat auch eine rechte Immigration gegeben, die man nie vergessen darf. Also völkische Ungarn, Anhänger von Horthy, sind auch in das Berlin der 20er Jahre gekommen und der 30er Jahre. Sie kennen alle eine legendäre Figur, das ist Marika Röck. Auch eine in meiner Kindheit habe ich sie durch diese Homozenter-Werbung kennengelernt, aber sie war eine sehr gute Tänzerin, Schauspielerin und auch Sängerin mit großer Wirkungskraft. Also man darf, wenn man sich diesen einen Strebung klar macht, darf man das nicht vergessen, dass es so etwas gibt wie eine rechte und eine linke, eine jüdische und aber auch eine nicht-jüdische. Und es hat leider, Gott sei es geklagt, genug Kombattanten gegeben, die sich auf die Seite des nationalsozialistischen Deutschland geschlagen haben. Es hat entsetzliche Geschichten auch gegeben und Biografien, die durchkreuzt wurden durch diese Waffengemeinschaft in den 30er Jahren, dann in den frühen 40er Jahren. Aber,
Und das ist ein Schicksalsjahr der Geschichte, die ich darstelle, durch das Jahr 1944, nämlich den Einmarsch der Deutschen in Ungarn am 19. März 1944 mit einem entsetzlichen Massaker, das vielleicht einige von Ihnen auch als die letzte Stunde, die letzte Etappe des Holocaust kennen. Das war die Eliminierung der ungarischen Juden durch Deutsche. Das Schicksalsjahr, mit dem ich beginne in diesem Buch, ist das Jahr 1918. Der Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie, das Freisetzen von Energien, die aber lange vorbereitet waren. Und ich habe einen Anknüpfungspunkt gewählt, der mir eigentlich ein bisschen statthaft erschien. Ich habe gefragt, warum heißt die Budapester Straße in West-Berlin eigentlich Budapester Straße? Ursprünglich hieß die Budapester Straße, lag die woanders. Sie lag nämlich ganz zentral am Reichstag. Und als Friedrich Ebert gestorben war als Reichspräsident, hat man in den 20er Jahren eine neue Budapester Straße gewählt. Und in meinem Heimatort Hamburg gibt es auch eine Budapester Straße. In Dresden gibt es eine Budapester Straße. In Wien gibt es natürlich auch eine Budapester Straße. Ich habe dann mal geguckt, gibt es eigentlich sowas wie eine Berliner Straße in Budapest? Einen Berliner Platz gab es. Ein ganz kleiner Platz. Und den habe ich mir dann, so ganz groß war, den habe ich mir dann mal angeschaut. Da habe ich gedacht, das ist ja eine Disproportion. Und insofern war das Jahr 1918 deshalb ein Schicksalsjahr für das, was ich beschreibe, weil Künstler, aber vor allem auch Kunsttheoretiker nach Deutschland kamen, nach Berlin kamen. In dieses Berlin der noch nicht 20er Jahre oder der frühen 20er Jahre. Eine überragende Gestalt ist Georg Lukács, den man heute leider zu wenig kennt, der die Theorie des modernen Romans geschrieben hat. Einen soziologischen, ästhetischen Blick auf die Kunst wirft. Meisterhafte Essays noch in den 10er Jahren, in den 20er Jahren verfasst hat, Die Seele und die Formen, der später ein sehr dogmatischer Marxist wurde, aber der dennoch 1956 sich der Befreiungsbewegung der Studenten anschloss und ein Amt zweimal bekleidete, nämlich das Amt des des Volksrates für Bildung und Kultur übernahm, 1918 ganz kurz. Dann musste er auf die Flucht gehen über Wien, ist dann nach Berlin gegangen. Er hat dieses Wissen, die Kenntnis, diese Fragen nach der Theorie der Kunst, was eigentlich Kunst auszeichnet, mitgenommen, mitgebracht. Es gab einen Sonntagskreis in Budapest, der mit zu dem Erlesensten gehört, mit Lehrstunden über Soziologie, Philosophie, viele Exkurse auch zur Psychoanalyse. Sigmund Freud ist in Ungarn ganz früh präsent gewesen und es gibt einen Autor, der in Ungarn fast beheimatet ist. Man kann sagen, dass die ungarischen Ausgaben seines Werkes eigentlich fast gleichzeitig, manchmal sogar noch früher erschienen, der Dr. Faustus, auch der Zauberberg ist fast im gleichen Jahr 1924 erschienen, nämlich Thomas Mann. Das ist ein wahrscheinlich, korrigieren Sie mich bitte dann nachher, wenn es nicht so ist, der wichtigste Autor, deutscher Autor im 20. Jahrhundert gewesen, eine Referenz für viele ungarische Autoren. Und wie es im Leben so geht, ist das etwas, was mich lange begleitet hat. Ich habe in meinem Studium in Hamburg, bin ich dem damaligen Intendanten des Deutschen Schauspielhauses begegnet, Ivan Nagel. Und Ivan Nagel, 1931 in Ungarn geboren, war der Kindheitsfreund und Jugendfreund von Peter Sondy. Und Peter Sondy ist jemand, den Sie vielleicht auch kennen, so etwas wie einer der Gründungsväter, aber ein junger Gründungsvater
der Komparatistik, hat hier 1965 das Institut für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft aufgebaut. Er hat nach vergleichenden Perspektiven gefragt und er hat ein ganz zentrales Werk geschrieben, das ausgerechnet 1956 erschienen ist, die Theorie des modernen Dramas. Und in dieser Theorie des modernen Dramas finden Sie sehr viel Lukács wieder, finden Sie viel von dieser spezifisch ungarischen Tradition wieder, nämlich, dass Kunst immer auch von sozialen Konflikten zeugt, dass wir in der Kunst historischen Gehalt wiederfinden, den wir uns klar machen müssen, in den Dissonanzen, in der Kommunikationslosigkeit im modernen Drama, in der Entwicklung überhaupt des Dramas der 50er und 60er Jahre, später auch der 40er Jahre, entdeckt Peter Sondy in diesem Meisterwerk so etwas wie einen historischen Prozess, der ästhetische Gestalt annimmt. Und das ist eine ganz wichtige Prämisse für das, was wir Ungarn zu verdanken haben in der Wahrnehmung, dass Kunst nicht so etwas wie l'art polar ist, sondern formsedimentierter Inhalt, dass wir immer wieder in der Form und darum auch auf die Form von Gedichten, von Prosaschriften und vor allem auch von Dramen achten müssen, um das zu erkennen. Wir haben einen hohen soziologischen Anteil in der ungarischen Emigration nach Deutschland. Ich nenne Arnold Hauser. Die Soziologie der Kunst hat er entwickelt. Ein emigrierter Jude, der über Wien, Berlin in den 30er Jahren nach London ging. Und da als ganz kleiner Angestellter in einem Hotel als Liftboy gearbeitet hat, und in den Nächten hat er seine Soziologie geschrieben. Und er hat ein solches Heimweh gehabt, dass er in das kommunistische Ungarn zurückging, 1976, ein Jahr vor seinem Tod. Und er ist dann hochgeehrt worden, noch kurz vor seinem Tod. Wir können, die freischwebende Intelligenz, das ist ein Begriff, den er nicht geprägt hat, aber den hat er entfaltet, nämlich Karl Mannheim, bedeutender Soziologe im Heidelberg der 20er Jahre, jüdisch natürlich. Edith Güm-Röy, eine Mitbegründerin der angewandten Psychoanalyse, der angewandten Freudschen Theorie für Kinder. Sie hat darüber intensiv gearbeitet und auch sie war in Berlin und hat das Berlin des Jahres 1933 fluchtartig verlassen müssen. Die Schicksalsjahre, meine Damen und Herren, von Ungarn in Deutschland sind 1918, 1944 mit der Einmarschmusik. Zwei Tage vor dem 19. März 1944 kommt Wilhelm Furtwängler mit Beethoven nach Budapest und liefert eine schmetternde Inszenierung, die gibt es als Tondokument, die kann man sich heute noch anhören. Ich schildere in dem Buch etwas die Biografie der Familie Nagel, die so ganz typisch und bezeichnend ist, der Familie Sondy, der Familie Rottenberg, der Mitbegründerin der Agentur Liebmann, die wir heute noch in Zürich kennen, Eva Koralnik, die als Kind 1938 geboren, auf abenteuerlichen Wegen nach Wien gelandet ist und ausgerechnet im Hauptquartier der Gestapo übernachten konnte mit der Familie, um dann die rettende Schweiz zu erreichen. Die Schweiz spielt eine ganz zentrale Rolle, übrigens auch für 1956. Man hat in diesem Jahr vielleicht auch nicht immer so aufnahmefreudigen Land, jedenfalls 1956 viele
Menschen aus Ungarn, viele Flüchtlinge aufgenommen. Man hat sie auch in Deutschland aufgenommen und so ist es, so will es die Legende. Wir werden auch darüber diskutieren, hat es so etwas gegeben wie eine freundliche Emigration. Wie eine Emigration, wo man jedenfalls in den 50er Jahren sah, was man, wie soll man das sagen, was, wo man vielleicht auch diese Traditionen noch gegenwärtiger hatte. Wir haben ein wenig, wir glorifizieren die 20er Jahre, wir vergessen aber darüber oft, wie bitterarm auch diese ungarischen Emigranten waren, mit welchen Arbeiten sie sich durchschlagen mussten, die Maler, die Skribenten, die manchmal für Tageszeitungen geschrieben haben, aber die einen Job suchen mussten. Es gab auch ein eigenes Café, in dem sie sich versammelt haben. Und man sollte, wenn man die 20er Jahre oder wenn man diese Geschichte sich vergegenwärtigt, den Reichtum an Ideen, sollte man den Armut im realen Leben unserer Protagonisten nicht vergessen. Das hat sie verfolgt, aber das Wichtigste waren dann eben doch die Ideen. Und ein Kapitel habe ich überschrieben mit Ideenhimmel. Zu Ungarn in Deutschland gehört ganz wesentlich die Frage nach dem grundsätzlichen Charakter, also nach Fundamenten in der Kunstwahrnehmung, im Entstehen neuer technischer Formen. So kann man sich den Film auch vorstellen. Das waren eben, was heißt nicht nur, das waren nicht allein Techniker, sondern Bela Balázs hat eine Theorie des Films entwickelt. Man hat Romane verfasst, aber es hat die Theorie des Romans gegeben. Man hat Dramen konzipiert, neue Formen entwickelt und Peter Sondy hatte eine Theorie des modernen Dramas entwickelt. Und dieses, das finde ich, ist fast schon so etwas wie das Gastgeschenk der Ungarn, nicht nur an Deutschland, sondern ich glaube weit darüber hinaus an die Welt. Das ist in diesen ganz prinzipiellen Fragen, dass man mindestens das Bewusstsein geschärft hat. Und Rabbiner Lengyel erinnert heute auch daran, dass Ungarn so etwas wie das Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit war. Etwas, was wir in Deutschland auch nicht wirklich bewusst haben, dass Galizien, Polen, dass dort Zentren von Gelehrsamkeit waren. Aber, und Ungarn ein ganz wichtiger Ort war, aber dass diese Gelehrsamkeit nicht allein religiöse Gelehrsamkeit war, sondern, so wie man das nennt, der Eretz Torah, man lernt für das Land, man lernt die Landeskunde, die Mathematik, die Fremdsprachen und gleichzeitig auch die Religion. Und das ist eine Tradition, die, glaube ich, stark das gespeist hat. Denn das Interessante ist, dass die ungarischen Autoren, die uns einfallen, in der Regel jüdische Autoren sind. Kertész Nádás. Also, man kann sie nennen, wie man will. Und woher kommt das? Kann man sagen, gut, ist ein Zufall. Aber es ist kein Zufall, sondern ich glaube, es hat ganz stark mit dieser alten Tradition einer ganz ehrwürdigen Gelehrsamkeit zu tun, die aber die weltlichen Aspekte nicht vergessen hat. Und darum ist das Ungarn der 10er Jahre, so wie auch das Österreich, ein sehr aufstrebendes Land gewesen, ein sich modernisierendes Land, jedenfalls in technischer Hinsicht, in politischer vielleicht nicht. Und manches von dem, was uns heute an Ungarn vielleicht irritiert, die politischen Zustände, gesellschaftlichen Zustände, muss man, glaube ich auch, das ist jetzt nicht ein Plädoyer für Milde in der Beurteilung, aber man sollte auch die Geschichte des Landes kennen und man sollte sich, glaube ich, klar machen, dass Ungarn
wenn es überhaupt ein Zentrum Europas gibt, dann glaube ich tatsächlich, ist es in Ungarn. Und dieses Zentrum ist durch das schicksalhafte 20. Jahrhundert, und ich sage es nochmal, die nicht zu glorifizierenden 20er Jahre, die wüsten Immigrationen, die es gegeben hat, und erst recht nicht die 30er Jahre, die zu so viel Zerstörung und Leid geführt haben, diese ungarische Immigration ist so auch weit verbreitet und sie hat Einlass gefunden in die Soziologie, wie wir sie heute betreiben, in die Philosophie, in die Literaturwissenschaft. All das ist gar nicht zu denken ohne die Theoretiker. Und diejenigen, die von Ihnen die Kunst kennen, haben vielleicht auch die wunderbare Ausstellung hier in Berlin gesehen vor 2 Jahren über Magyar Modern, so ähnlich hieß es, wunderbare Ausstellung, wo Sie diese ganzen bildnerischen Neuerungen gesehen haben. Und was das konzertante Leben angeht, so schenkt uns das Collegium Hungaricum immer wieder große Konzerte und Abende. Und vielleicht, meine Damen und Herren, dann wäre ein bisschen der Zweck meines Buchs Hotel Budapest vielleicht erfüllt, wenn Sie ein wenig noch die andere Geschichte oder die weitere Geschichte mit einbeziehen. Das ist jedenfalls meine Hoffnung. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Ganz herzlichen Dank für diese Hinführung, und die Einladung war eben tatsächlich, sich von diesem Buch einladen zu lassen und eben die Leseeindrücke mit der eigenen Erfahrung auch zu verbinden. Und ich würde Rabbiner Lengyel als erstes das Wort geben und dann an Martanusz, bitte. Ihr Lieben, ich bleibe sitzen, einverstanden? Ja. Vielen Dank für Herr Steiner, Thorsten, wo ist der Thorsten? Danke ich dir. Danke auch Herrn Spahr. Ja, die 4 Jahreszahlen tatsächlich 1918, 44, 56 und 89 sind beeindruckend. Und ich bin am 13. Januar 1941 geboren und überlebt im Ghetto von Budapest. So, Ghetto war so zwischen November bis 45 Januar. Das war das frühere Zentrum des Judentums. Also ich könnte tatsächlich 44, 56 und 89 und danach viel Persönliches beitragen. Im Vorgespräch habe ich gefragt, ob alle hier Schlafanzüge mitgebracht habt. Offensichtlich nicht. Also das Buch ist tatsächlich sehr beeindruckend, sehr, sehr feinfühlig, und ich darf auch vollkommen Unbeteiligte empfehlen. Ich habe mir enorm viele Notizen gemacht, aber darüber möchte ich gar nicht sprechen. Natürlich Sonntagskreis, was Herr Spahr erwähnt hat mit dem vielen Namen. Vielleicht ist wichtig, was im Buch erscheint, warum eine Affinität für Intellektuelle aus Budapest, Berlin und nicht Wien, müsste man eine spezielle Forschung treiben. Ich fühle mich dazu unbefugt. Spannend ist aber, was Thomas Spahr zitiert von Imre Kertész. Imre Kertész, auf die Frage, warum Berlin, schrieb er in einem Roman, Ich, ein anderer, ich zitiere Thomas Spahr und Imre Kertész: Es ist etwas anderes, zu Hause heimatlos zu sein, als in der Fremde. So, wo wir in der Heimatlosigkeit ein Zuhause finden können. Und als er wieder in Budapest ist, kommt ihm dieses in den Sinn, am letzten Tag,
auf dem Kurfürstendamm begriff ich, dass Berlin für mich das Leben und Budapest das Exil ist. Aladar Komlos, geboren 1892 in der Slowakei, starb viel, viel später in Budapest. Ein ungarischer Schriftsteller, Literaturhistoriker, schrieb ein zweibändigen großes Werk. Auf Ungarisch heißt das Magyar Zsidó Szellemtörténet, a Reformkort, a Holocaustig. Ihr müsst ein bisschen Ungarisch lernen, ihr heute auch. Auf Deutsch, ungarisch-jüdische Geistesgeschichte von der Reformepoche bis zum Holocaust. Thomas Spahr zitiert ihn auch auf Seite 30 in der Wiener Ungarische Zeitung. Zitat: Über Jahrzehnte war der ferne, lockende Westen Paris. Für uns ist heute Berlin unser Paris. Eine Stadt, die bislang keine Rolle in der ungarischen Kulturgeschichte gespielt hat. Die Spree ist unsere Seine. Wird aber, kritische Frage, was er noch stellte, wird aber dieser Fluss wohl ungarische Felder fruchtbar machen? Nun, ihr könnt nachlegen, Sondi hieß vorher anderes. Und deshalb erzähle ich euch Persönliches. Schließlich deswegen wurde ich eingeladen, um Persönliches zu sagen. Meine Großeltern hießen Löwenheim, auch mein Vater noch Löwenheim. Und in den 20er Jahren hat er den Namen ungarisiert als Lengyel. Und im Jahre 1895 in der wunderschönen Dohány-Synagoge in Budapest haben die Großeltern geheiratet. Und wer war der Rabbiner dort? Der Rabbiner war Professor Dr. Meyer Kaiserling aus Hannover, der zweimal nach Budapest kam, um die Predigten auf Deutsch zu halten. Ich habe einen Beleg, kann ich euch zeigen, Hochzeitsurkunde aus Budapest. Jetzt komme ich zu 44. Über meine Eltern könnte ich euch viele Fotos zeigen. Ich habe nämlich ein Buch geschrieben, unter anderem mit dem Titel Schau nicht auf den Krug, sondern auf dessen Inhalt. Das ist ein Spruch von der Pirkei Avot, von Sprüche der Väter. Und da habe ich sehr viele Fotos, Fotos beispielsweise mit meinem Vater, Erster Weltkrieg Offizier, und natürlich mit meinem Vater und mit meiner Mutter, 44, mit dem gelben Stern. Übrigens, über die deutschen und ungarischen Fallkreuzler, hier wurde erwähnt, 19. März 1944. Ja, Adolf Eichmann kam etwa mit 300, 500 Soldaten. Aber ich habe selbst ein Essay geschrieben während meines Studiums in Budapest. Edmund Wesenmeier, Agent und Diplomat der nationalsozialistischen Expansionspolitik. Zusammen mit Adolf Eichmann war er für die Vernichtung von fast 600.000 Juden verantwortlich innerhalb von 52 Tagen. Ich habe aber auch ein Essay geschrieben über den Widerstand, jüdische Rettung und jüdischer Widerstand in dieser Zeit, was die jungen Menschen in Budapest geschrieben haben. Vielleicht interessiert auch ein Dokument, was ich hier habe, vom 24. Juni 1944 unter dem Scheintitel christlich-jüdischer Wohnungstausch. Ihr könnt euch vorstellen,
was dahinter gemeint ist. Überlebt habe ich also im Ghetto. Über die Ermordung meiner Mutter, Zichronale Vracha, selig sein ihr Andenken, könnt ihr nachlesen, ausführlich in der Zeit aus Hamburg vom 16. Januar 23. So ein Titel mit einem Bild von dem Rabbiner Lengyel. Könnt ihr alles nachlesen. Ich brauche nicht vorzulesen. Vielleicht einige Stichworte aus der damaligen Zeit. Ich habe eine Grundschule besucht, am Anfang jüdische Schule, dann später waren die Schulen verstaatlicht. Aber die katholische Lehrerin in der Grundschule wusste, dass der Jude Gábor Lengyel an den Feiertagen nicht in die Schule kommt. Später, auch im Gymnasium, hatte ich einen Lehrer, mit dem ich darüber später vielleicht ein paar Worte sagen werde. Ich hatte ein Bar Mitzwa-Feier, ich hoffe, ihr kennt alles, was Bar Mitzwa heißt, in einer orthodoxen Synagoge 1954, trotz kommunistischer Diktatur. Vielleicht einiges außerhalb der jüdischen Welt, aus Ungarn. 1953, England-Ungarn 3-6, das ist das, was mich beeinflusst hat. Und 4. Juli 1954, ein Trauertag für uns, 3-2 gegen Deutschland. Rahn hat das entscheidende Tor geschrieben. Manche sagen, 1954 begann der Aufstand im 1956. Ich habe Spaziergänge gemacht als Junge auf Ondrashiu, damals in meines Teils Stalinut, Stalinstraße, in einem Café am Oktogonplatz. Oktogonplatz war historisch belegt mit vielen anderen Namen, mit Hitler, mit Stalin. Um die berühmten ungarischen Fußballspieler, Puskás, Kocsis, Hidegkuti, all dies zu sehen. Im Schlaf kann ich heute noch die goldene Mannschaft von Budapest erzählen. Aber im Oktogon, am Oktogon wohnte eine jüdische Familie, Dr. Banyai, und der Arzt, der jüdische Arzt, nach dem Einmarsch eine Pistole genommen und Selbstmord begangen. Und die Tochter wurde transportiert nach Bergen-Belsen. 1956, am 23. Oktober, war ich in Budapest. Wir wohnten nicht weit vom Opernhaus. Mein Vater hat überlebt, aber krank, starb noch im 56 vor dem Aufstand. Und Sie haben erzählt, lieber Herr Spahr, auch über sendefreies Europa. Ja, wir haben gehört, sendefreies Europa. Die US-Soldaten stehen an der Grenze. Eine Lüge. Keine amerikanischen Soldaten waren an der Grenze. Der Aufstand war am Anfang, hat Erfolge gehabt. Ich war dabei am ersten Abend, am 23. Oktober vor dem Parlament, wo wir geschrien haben, Imre Neud, wollen wir sehen und hören. Und ich kam nach Hause, Gott sei Dank bin ich nach Hause gekommen, weil am Abend vor dem Rundfunkgebäude schon die ersten Schießereien begonnen haben. Ja, ich bin geflüchtet, 56 im Dezember.
Der Begriff Schlepper ist im Deutschen im Negativen. Für mich Schlepper ist ein Helfer. Ein ungarischer Bauer hat 7 junge jüdische Menschen, die waren 7, meine Tante, die die Erziehung übernommen hat, hat bezahlt, und ein ungarischer Bauer hat uns Anfang Dezember über die Grenze geführt, wo man wusste, wo stehen die ungarischen Soldaten und wo nicht. Und ich kenne die Balkanroute exakt, was Sie kennen aus den Medien. Ich bin mit Flüchtlingen, ungarischen Flüchtlingen, 6 Tage lang in Turnhallen geschlafen, bis ich nach Eisenstadt gekommen bin und später nach Wien. Und in Eisenstadt, ein unbekannter Polizist hat dem fast 16-Jährigen 40 Schilling gegeben, dass der 16-Jährige nach Wien fährt, weil ich nach Wien fahren wollte. Und natürlich als Jude, als erstes habe ich am Freitag eine Synagoge besucht und habe ich gebeten, waren viele Flüchtlinge schon da, Ungarisch sprechende. Wo wohnt der Rabbiner? Der Rabbiner in einem Eisenberg. Ich habe gehofft, dass der Rabbiner noch meinen Vater kannte. Und stellt euch vor, ich bin am Freitag nach dem Gottesdienst zum Rabbiner gefahren mit einer kleinen Tasche in meiner Hand. Wer bist du? Ich bin der Sohn von Dr. Martin Lengyel, ich kenne ihn gut, sofort Ungarisch. Was ist mit ihm? Mein Vater ist vor 4 Wochen gestorben. Hat er mich reingelassen. Und er war derjenige, der mir gesagt hat, Gabor, du bist 16. Israel ist neu, 48. Israel wartet auf dich. Und da habe ich gesagt, ich fahre nach Israel. Und so war ich am 19. Dezember in Haifa, in meine seelische Heimat. Damals waren viele ungarische Flüchtlinge, einige sind auch zurückgegangen. In Brandeis, in der Schule, wo ich gelernt habe, hatte ich einen Turnlehrer, David Grünwald. Derjenige, der mit der Shomer HaTzair, also mit der linken jüdischen Bewegung, 48 Juden gerettet hat nach Israel. Also ich hatte dort 4. In meine Zeit kam, das kennen Sie alle vielleicht, Agnes Kelleti, der vielfache Turn-Olympiasieger, kam nach Israel und starb später in hohem Alter. Mein Bruder, haben wir uns getrennt, kann man nicht verstehen, er ist nach Paris gefahren. Und wir haben Briefe gewechselt mit unserem ungarischen Lehrer im Gymnasium. Und jetzt kommt der Bezug zu György Dalos. György Dalos, der hier erwähnt wurde, natürlich bei Thomas Spahr. György Dalos stellte sich heraus, dass er im gleichen Gymnasium war als ich, 2 Jahre unter mir. Und diese Briefe, die paar Flüchtlinge, teilweise jüdisch, teilweise nicht jüdisch, zu dem Lehrer geschrieben haben, waren so beeindruckend, dass diese Briefe wurden dann veröffentlicht in Moskau-Vilag. Moskau-Vilag übersetzt bewegliche Welt. Unsere Briefe wurden veröffentlicht in diese literarische Zeitung. Oder nicht Zeitung, es ist ein Zeitschrift. Über mein Leben wurde viel geschrieben, auch in ungarischen literarischen Magazinen, in Remény heißt Hoffnung.
sehr spannend ist, was ein Lehrer von mir, der lebt nicht mehr, der hat geschrieben, ich zitiere, was er über mich geschrieben hat. Der Lebensweg von Gábor Lengyel, damals war ich 65, heute bin ich über 83. Diplom-Ingenieur ist wie eine Durcheinander von aus- und einander führenden Wegen. Drei Länder spielten in seinem Leben positive und negative, anziehende und abstoßende Rollen. Ungarn, wo er geboren, Israel, wo er aufgewachsen ist, und sowie Deutschland, wo er gegenwärtig wohnt, wo seine Mutter ermordet wurde, wo er aber studiert hat und jüdische Gemeinden geleitet hat und, und. Dann wieder in Budapest die Ordination und die PhD über die Ausbildung. 1986 kam ich zum ersten Mal nach Ungarn wieder. Also 36 Jahre später habe ich viele besucht. Was interessant ist, dass ich eine Festrede gehalten habe in der Woche der Brüderlichkeit, nicht nur damals, sondern 2014 in Hannover. Ich sprach über Freiheit, Vielfalt, Europa. Hier ist die Festrede. Und da habe ich viel Kritisches, selbstverständlich, viel Kritisches über Ungarn gesprochen. Enorm viel Kritisches, weil Orbán hat den Begriff illiberale Demokratie erfunden, was heute mittlerweile populär ist. Ich habe natürlich, jetzt höre ich auf, Sie laden mich dann für einen extra Abend, damit ich tatsächlich über mich erzählen kann. Die drei habe ich gut gekannt. György Konrád, sehr gut gekannt, Agnes Heller, alles nachzulesen in dem Buch. Agnes Heller, gut gekannt, György Dalos, gut gekannt. Und diese beiden, zum Beispiel, ich zitiere nur Agnes Heller, was sie mir gesagt hat in unserer vielfachen Begegnung. Zitat Agnes Heller. Viktor Orbán ist ein Diktator, aber Ungarn ist keine Diktatur. Das hat mir sie erzählt. Also ich bin hier, muss ich offen sagen, zwar bin ich in Budapest geboren, aber ich bin hier als Jude, als Israeli. Als Israeli, weil Israel mich geprägt hat. Und Budapest ist natürlich im Hintergrund, obwohl ich das immer wieder sage, dass ich bin nicht mehr Ungarn. Der Staatspräsident hat mich aus dem ungarischen Staatsbürgerschaft entlassen. Ich habe israelische und deutsche Staatsangehörige. Aber irgendwie die Sprache könnte etwas bedeuten. Nämlich, es war mal Ungarn als Gastland in der Frankfurter Buchmesse. Und da habe ich auch mit Agnes Heller gesprochen und auch mit György Dalos. Und da wurde ein Gedicht vorgelesen von Miklós Radnóti, bekannt, ermordet. Zuerst auf Deutsch, schöne deutsche Übersetzung von einem bekannten Frankfurter Schauspieler. Eindruck von uns beiden, meine Frau und ich, sehr schön, aber nicht mehr. Danach hat György Dalos auf Ungarisch vorgelesen, meine Frau und ich hatten feuchte Augen und Tränen.
Also die ungarische Sprache kann auch Emotionen wecken. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Sie sind es ja gewohnt, so ein Abend hat natürlich das Zeichen der Endlichkeit und Sie kriegen ja immer nur einen Schmankerl, damit Sie aber auch wiederkommen. So von dem her, ich freue mich aber sehr, dass Sie uns nochmal so deutlich gemacht haben, wie das nicht einfach geschriebene Geschichte ist, sondern das ist gelebte und erlebte Geschichte. Und Sie haben gleich die Möglichkeit, auch Rückfragen zu stellen. Aber ich würde jetzt noch Martha Neusch bitten. Entschuldigung. Gerne, kommen Sie hier rüber. Und wenn Sie auch Ihre kurze Reaktion noch an Herrn Spahr mit uns teilen und Sie suchen sich dann aus, mit wem Sie ins Gespräch kommen wollen. Bitte. Ich mag das gerne. Also vielen Dank für die Einladung. Das ist wirklich eine große Ehre, in dieser Runde dabei zu sein. Ich habe Ihre Worte, Herr Rabbiner, sehr gerne gehört und irgendwie war sehr beeindruckend diese schöne Lebensgeschichte, wo es genauso viele Verknüpfungspunkte gibt wie mit dem Buch von Thomas Spahr. Eine bessere Werbung für Ungarn wie er könnte, glaube ich, niemand in ganz Deutschland machen und dafür sind wir Ihnen natürlich sehr dankbar. Auch damals, als dieses wunderbare Buch bei uns im Kollegium Hungaricum präsentiert wurde, das war, glaube ich, im Oktober 2022, eben im Rahmen dieses Festivals Berlin-Budapest, da haben wir uns entschlossen, dass das Buch auch mal nach Ungarn kommen soll und dort präsentiert werden soll. Und wir haben immer noch den festen Entschluss und ich hoffe, das klappt dann auch bald, weil das wäre noch so ein interessanter Versuch zu sehen, wie man in Ungarn auf das Buch reagiert. Es ist also ein Buch, das ich mit großer Neugier gelesen habe und ich fand bald faszinierend den anderen durch und durch empathischen fremden Blick darauf, was mir als Ungarin heimisch und selbstverständlich ist. Das meiste, was ich las, war mir zwar nicht wirklich neu, aber es wurden neue Zusammenhänge hergestellt. Es kamen neue Erkenntnisse und Details dazu. Und diese wurden immer wieder aus für mich neuen, überraschenden Perspektiven beleuchtet. So erschien mir das Bekannte, das Heimische, plötzlich in einem anderen, ungewöhnlichen Licht. Und das gilt gleich für den Auftakt mit Peter Sondi und Ivan Nagel, über den auch Thomas Spahr gesprochen hat. Ich denke, dadurch, dass die beiden Ungarn sehr früh verlassen haben und ihr Erwachsenen- und Bildungsleben, intellektuellen Leben in Deutschland verbracht haben, waren sie hierzulande stets stärker präsent und sind sie es auch heute noch als in Ungarn, in ihrer ursprünglichen Heimat. Es ist ähnlich mit György Lukács, obwohl anders wie. Ich meine jetzt seine Wahrnehmung in Deutschland ist hier auch eine ganz andere als in Ungarn. Und so könnte man auch die Reihe fortsetzen mit vielen Namen aus dem Buch. Überzeugend war für mich auf jeden Fall die Art und Weise, wie Thomas Spahr die gegenseitigen Verflechtungen zwischen den beiden Ländern anhand von Parallelgeschichten erzählt. Parallelgeschichten ist doch ein Titel eines Buches, eines Romans von Peter Nádas. Passt also auch gut. Man denke nur ebenfalls am Anfang des Buches an die Momentaufnahmen aus dem Jahr 1962 oder an die schicksalträchtigen Wendejahre, die schon öfters erwähnt worden sind, 1918, 44, 56 und 89. Und das sind halt eben diese Momentaufnahmen und Parallelgeschichten, die mich auch intensiv beschäftigen, sowohl in meiner Arbeit als Leiterin des Ungarischen Kulturinstituts in Berlin, aber als auch als Akademikerin, die aus Ungarn kommend zurzeit in Berlin lebt. Unser Institut, das Collegium Hungaricum, widmet sich dem kulturellen Austausch zwischen Ungarn und Deutschland mit Schwerpunkt Budapest und Berlin, wobei die aktuellen künstlerischen Strömungen und Entwicklungen im Fokus unseres Programms stehen.
Aber die Geschichte unserer Institution, also das, was vor uns gedacht und getan wurde, ist ebenfalls ein unentbehrlicher Teil unserer Überlegungen. Einer meiner Vorgänger war der in Berlin lebende, auch von Thomas Spahr und Herrn Rabbiner Lengyel erwähnte und von Thomas Spahr im Buch porträtierte Historiker und Autor György Dalos. Er leitete von 1995 bis 1999 das Ungarische Kulturinstitut in Berlin. Es hieß damals Haus Ungarn. Und von ihm wissen wir natürlich auch viel über die damalige Zeit und über die Arbeit im Institut. Die, also seine Arbeit, erreichte praktisch den Höhepunkt in der erwähnten Frankfurter Buchmesse 1999, die eigentlich heute das Bild von Ungarn in Deutschland prägt. Also eben durch die Literatur, durch die im Buch und von Herrn Spahr auch erwähnte Namen, von denen Sie auch viele kennen. Das Collegium Hungaricum selbst blickt auf eine noch längere Geschichte zurück. Und sie ist diese Geschichte, diese hundertjährige Geschichte, die schon erwähnt wurde, ist auch, und wie könnte das auch anders sein, selbst eng mit den historischen Wendepunkten verbunden, die das Leben der Protagonisten im Hotel Budapest, Berlin bestimmten. Also das Collegium Hungaricum, und ich werde jetzt über das Institut und nicht über mich selbst reden. Ich glaube, das passt genau ganz gut, weil diese institutionelle Geschichte ist auch spannend und prägt das Leben in Berlin. Also das Collegium Hungaricum wurde vor 100 Jahren gegründet, und zwar auf die gemeinsame Initiative des damaligen preußischen und ungarischen Kultusministers und mit dem Ziel, den akademischen Nachwuchs Ungarns und den wissenschaftlichen Austausch zwischen Ungarn und Deutschland zu fördern. Sein Gründungsdirektor war ein tatkräftiger Visionärer und Vernetzer, der ungarn-deutsche Literaturwissenschaftler Robert Kragger. Und jetzt zurück auf Sie, Herr Steinert. Also, das Collegium Hungaricum befindet sich in der Dorotheenstraße hinter dem Gorki-Theater, aber, Sie, also Sie haben eigentlich völlig recht gehabt, weil an der Botschaft, die am Brandenburger Tor zu finden ist, also in den Schaufenstern der ungarischen Botschaft hängen seit ungefähr 2 oder 3 Wochen 10 Plakate, die eben die Geschichte unseres Instituts darstellen. Alte und neue Geschichte, also es lohnt sich auf jeden Fall auch dort vorbeizukommen. Und da ist ein Foto von Robert Kragger und seinem Hund und so weiter. Also, ja, oder Sie können vielleicht den Ton, oder soll ich das hier? Das wird dann gemacht. Aber ich kann auch versuchen, lauter zu reden, aber dann wird das dann auch technisch verbessert. Also das damalige Collegium Hungaricum, das 24 gegründet wurde, war eine Art Wissenschaftskolleg, das von Ungarn aus finanziert wurde und war vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern tätig und in Jura, Medizin. Es gab auch Religionswissenschaft, also protestantisch vor allem, und auch ein bisschen Pädagogik und so. Und das Ungarische Institut der Berliner Universität, das damals auch schon seit 8 Jahren existierte, widmete sich der Literaturwissenschaft und wurde von Preußen finanziert. Und die beiden Institute befanden sich ab 1926 in 2 benachbarten städtischen Palästen in unmittelbarer Nähe der Museumsinsel. Also das war auch eine interessante Konstellation zwischen den beiden Ländern. Bis 1944 haben sich im Collegium Hungaricum begabte junge Forscher mit Stipendien des ungarischen und des deutschen Staates ausprobiert und vernetzt. Und dabei natürlich auch das Leben in Berlin genossen. Und was hier interessant ist, neben den ungarischen Stipendiaten gab es auch deutsche Wissenschaftler und Forscher im Institut in der Dorotheenstraße, von der Religionszugehörigkeit her katholisch, protestantisch und solange es möglich war auch jüdisch. Es waren vor allem Männer, aber es gab auch einige Frauen, und es gab sowohl arme Studenten, die mit einem Vollstipendium da waren,
von wegen Armut in den 20er Jahren. Aber es gab auch reiche Aristokraten, die ihr Studium selbst finanziert haben. Das war also eine wirklich spannende Konstellation und das Institut spielte in Berlin damals eine wichtige Rolle. Und es gibt auch aus dieser Zeit eine Menge zu erzählen, auch viele interessante Parallelgeschichten eben zwischen den Studenten, den Forschern im Institut und eben Künstlern, die auch in der Ausstellung Magyar Modern gezeigt worden sind oder eben auch von Filmemachern und so weiter. Im Moment läuft übrigens im Bauhausarchiv eine Ausstellung über Otti Berger, eine Textilkünstlerin im Bauhaus, die natürlich auch Ungarin war. Ja, jetzt springe ich mal ein bisschen weiter in die 70er Jahre. Das ist eine interessante, spannende Zeit ebenfalls. Damals gab es das Institut, genannt Haus der ungarischen Kultur in Ostberlin, und es gab das Künstlerstipendium des DAD in Westberlin. Das waren also die zwei Wege, wie Ungarn damals nach Berlin kamen, beziehungsweise wie Ungarn damals in Berlin präsentiert war. Und was wirklich sehr wichtig ist, dass dieses Haus der ungarischen Kultur damals in der DDR, in der Karl-Liebknecht-Straße, war ein besonders wichtiger Ort, ein Ort, wo es etwas mehr Freiheit gab als in Ostdeutschland oder in Ostberlin sonst. Und darüber wird leider wirklich zu wenig gesprochen heutzutage. Letztes Jahr, wo das Haus der ungarischen Kultur 50 Jahre alt wurde, haben wir das versucht und es hat so ein bisschen auch funktioniert. Um nur ein Beispiel zu nennen, da gab es zum Beispiel eine Reihe, die ab 1973 lief. Es hieß, bekannte Lyriker lesen aus Nachdichtungen aus dem Ungarischen und aus eigenen Werken. Und das war mal die Methode, wie man auch deutsche Autoren, aus deutschen Autoren, die sonst nicht auftreten durften, doch auftreten ließ. Denn die haben Gedichte aus dem Ungarischen übersetzt, zum Beispiel Radnoti. Und diese Gedichte wurden dann vorgelesen auf Deutsch. Und dann im zweiten Teil des Abends gab es halt eben einen Autorenabend mit Franz Fühmann, den Sie halt logischerweise im Buch auch erwähnen, oder Rainer Kunze, Günther Kunert, Heinz Kallau, also alle Namen, die in der DDR wichtig waren. Und in der BRD, und damit schließe ich dann auch meinen Teil, damit wir auch noch diskutieren können, da war dieses berühmte Künstlerstipendium des DAD, mit dem man aus Ungarn Musiker, Autoren, Filmemacher ab den frühen 70er Jahren nach Westberlin kommen konnten. Und da ist die Liste auch so lang, dass wahrscheinlich die Ungarn am meisten waren, die dieses Stipendium genutzt haben und mit dem ein ganzes Jahr in Westberlin verbringen konnten. Da kamen wirklich viele. Wir haben gerade jetzt in unserem Archiv, wir haben nämlich auch sogar zwei Archive, eins zu alten Institutsgeschichte und eins zu neuen Institutsgeschichte, einen Film entdeckt, eine Aufnahme, die Peter Esterházy porträtiert im Jahre 2002. Das ist völlig unveröffentlicht, also wir haben noch so ein bisschen Pulver im Institut. Und Peter Esterházy wird gefragt, was er über Berlin denkt, also wie er Berlin als Stadt findet. Und seine Antwort ist eine längere, ich sage es nur ganz kurz. Ja, Berlin sei eine unglaublich hässliche Stadt, aber er hat kein Gefühl für Hässlichkeit und Schönheit, also das passt ihm ganz gut. Ansonsten mager Berlin, das Einzige aber, was ihn beunruhigt, ist die Sprache. Also er als Autor in Berlin ständig Deutsch reden zu müssen und in deutscher Umgebung sein zu müssen, das ist so, naja, gerade an der Grenze. Also die Sprache fehlt ihm hier auf jeden Fall und deshalb mögt er, das ist seine Antwort auf eine nächste Frage, Ungarn auch nicht verlassen. Also er muss zurück wegen der ungarischen Sprache. Also vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Sie haben jetzt einen intensiven Eindruck davon bekommen, wie unterschiedlich man also europäische Geschichte erzählen kann und wie hoch emotional das natürlich auch aufgeladen ist. Und ich bin ganz froh, dass wir jetzt ein bisschen einen Geschmack für das Ungarische in der Stadt bekommen haben. Ja. Ab jetzt ist Ungarisch.
Ja. Spannend. So, ich will Ihnen gerne auch die Möglichkeit geben, weil wir wirklich jetzt quasi ein weites Panorama geöffnet haben und dafür auch Zeit gebraucht haben. Geben Sie gerne ein Handzeichen, wenn Sie sich mit Fragen beteiligen wollen. Ist das okay? Ich würde die jetzt gleich mit einbeziehen. Ja? Bitte, damit Sie auch noch zu Wort kommen. Wir haben ein Mikro, wenn Sie ganz kurz warten würden. Ja, bitte. Ja, vielen Dank zunächst für die drei wirklich sehr interessanten Vorträge. Ich hätte mal eine Frage an Dr. Spahr. Sie sagten eigentlich... An den Mund. Näher, genau. Sie sagten, eigentlich ist Ungarn das kulturelle Zentrum Europas. Und mich würde mal interessieren, ob sich die ungarische Bevölkerung dessen bewusst ist und deshalb diese politische Sonderposition einnimmt, was die ich übrigens sehr begrüße, wie Sie es sehen. Vielen Dank. Das können die beiden, die hier sitzen, viel besser beantworten. Ich muss sagen, ich kann gar kein Ungarisch. Ich habe das Land bereist, ich kenne etwas Budapest, aber ich bin kein profunder Kenner des Landes. Und ich glaube, Hotel Budapest ist Berlin. Also das Budapest, das ich gesucht habe, habe ich in Berlin gefunden. Darum kann ich Ihnen diese Frage leider gar nicht beantworten. Und ich, aber Martha hat mir eine Reise versprochen nach Budapest und Ungarn, um das Buch vorzustellen. Ich wäre sehr, sehr gespannt drauf, wie gerade auch Jüngere das sehen. Aber vielleicht ist es besser, wenn Sie etwas. Ich bin einverstanden. Also ich denke auch, dass es hier halt eben um das ungarische Berlin geht und um die Ungarn in Berlin und wie in Ungarn sonst Berlin wahrgenommen wird und wie die Bevölkerung darüber denkt, das weiß ich auch nicht. Also wahrscheinlich kaum oder wenig. Diese intellektuelle Ausrichtung, wo bestimmte ausländische Städte immer wichtig sind, die ändert sich doch auch ständig. Also, und das ist auch so generationenabhängig. Früher haben halt in Ungarn alle Deutsch gesprochen, jetzt spricht man auch in Ungarn Englisch. Also das ändert sich wirklich so viel. Das ist, glaube ich, eine Frage, die nicht wirklich gut zu beantworten ist, aber wir können mal das gemeinsam recherchieren, Herr Spahr. Könnten Sie Ihre Frage nochmal stellen? Ich habe das nicht... Ob sich die ungarische Bevölkerung dessen bewusst ist, dass sie das kulturelle Zentrum Europas ist und deshalb dieses außergewöhnlich für Europa außergewöhnliche politische Spektrum entstanden ist, das ich übrigens sehr begrüße. Was für politisches Spektrum? Vielleicht detaillieren Sie... Ah, Sie begrüßen die Orbán-Regierung. Da haben Sie einen enorm großen Widerständler bei mir. Ich lese Ihnen vor, was ich 2014 in der Woche der Brüderlichkeit gesagt habe. Ich lese nicht alles vor. Dort wird seit mehreren Jahren nun schon die Vision einer offenen, pluralen und freien Gesellschaft von der derzeitigen Regierung zugunsten von Einfalt und nationaler Borniertheit zurückgedrängt, habe ich gesagt. 2014 habe ich bewusst anlässlich der 19. März mit einigen Rabbinerkollegen Ungarn besucht. Gerade am 19. März. Und wir haben viele Gespräche geführt mit dem katholischen Bischof, mit Politikern und auch teilweise mit der jüdischen Gemeinschaft. Und ich war stolz auf die jüdische Gemeinschaft, die Orbáns 1 Million Euro Unterstützung für schöne Projekte, die ungarische Judenheit einheitlich abgelehnt hat und wiedergegeben hat.
wiedergegeben hat. Warum? Weil man gesagt hat, die Deutschen haben uns besetzt und die ungarischen Faschisten und Pfeilkreuzer wurden einfach kaum erwähnt. Das stimmt nicht, dass die Deutschen Ungarn besetzt haben. Das stimmt nicht. Adolf Eichmann kam, das ist nachweisbar, historisch, mit 300, 500 Soldaten. Der Boden war reif für die Ermordung von 430.000 Juden innerhalb von 52 Tagen. Da stimme ich Ihnen zu. Okay. Ja, okay. Naja, mehr brauche ich nicht zu sagen. Aber auch ich wollte nicht weiter erwähnen. Wir haben persönlich in Kischinew per Zufall mit Laszlo Kövér gesprochen. Kövér Laszlo, heute ist auch der Parlamentspräsident. Wenn ich das Ihnen wiedergeben würde, was für rassistische Bemerkungen da wir beide gehört haben, ich erspare von euch das. Ich erspare. Kövér Laszlo, wir haben mit ihm 10 Minuten diskutiert. Nicht über die Vergangenheit, über heute. Rassistische Bemerkungen. Und das nicht mit mir als Shoah-überlebendes Kind in Deutschland. Nicht mit mir. Ja, okay. Bitte. Amir, ganz ehrlich, bitte. Nein, bitte. Machen Sie doch mit mir. Für die Übertragung. Ja. Reda, mein Name. Und zwar wollte ich mal eine Frage nochmal zu dieser Zwischenkriegszeit stellen. Bekanntermaßen war ja Ungarn da ein Vielvölkerstaat. Da gab es ja nicht nur die nationalen Ungarn, die ziemlich gekränkt waren nach dem Ersten Weltkrieg, ob ihre Gebietsverluste überall. Da gab es ja den deutschen Anteil, die meistens Bauern waren, und die slawischen Anteile, die auch Bauern waren. Jetzt würde mich interessieren, außer Sicht der jüdischen Bevölkerung in Budapest, hat man sich da mehr als Juden in Ungarn gefühlt oder als Ungarn jüdischen Glaubens? Also wie assimiliert war man und wie ist auch die Assimilation durch die Ungarn akzeptiert worden? Ich antworte kurz, sonst kommt ihr nicht. Also tolle Frage. In der Tat. In Budapest, ihr müsst euch vorstellen, Budapest, 20er Jahre, jeder fünfte Einwohner war Jude oder Jüdin. Und in der Tat, in Budapest, die meisten Juden fühlten sich Ungar, so wie hier in Deutschland. Sie fühlten sich Ungarn mit jüdischen Glauben. Mein Vater wurde ausgezeichnet als Offizier, habe ich Bilder hier, im Ersten Weltkrieg. Ein Sonderjude, habe ich ein Dokument, 43, 44, hat aber nichts geholfen. Anders war die Umgebung. Deshalb haben die Nazis erstmal das orthodoxe Judentum, nicht nur die Deutschen, sondern die Ungarischen, erstmal das orthodoxe Judentum außerhalb von Budapest. Ich habe überlebt, weil Adolf Eichmann und Wesenmeier den Plan hatten, die Budapester Juden sollen am Ende kommen. Und am 18. Januar wurden wir von der Roten Armee, was später ein Besatzungsmacht war, aber die Rote Armee hat uns befreit. Also ich habe eine zwiespältige Haltung zu der Roten Armee, selbstverständlich.
befreit, aber andererseits unterdrückt uns. Mehr möchte ich nicht. Vielen Dank. Ich will nur ergänzen, das Spannende ist ja eben, wie Martin Jusch gesagt hat, es ist nicht nur der fremde Blick auf Ungarn, zu dem uns das Buch inspiriert, sondern eben auch der fremde Blick auf Deutschland. Ja? Und davon würde ich Ihnen ja diese Empfehlung nahelegen, die eigene Stadt hier, Berlin, nochmal ganz neu zu entdecken, ja? Durch diese fremde Erfahrung. Es sind ganz andere Europäer, die hier aber leben und das unglaublich prägen. Und da sieht man, die eigene Geschichte kann auf ganz viele Weisen erzählt werden. Und das finde ich ja das Bereichernde, wenn man dieses Nationale jetzt nochmal stärker in den Blick nimmt, aber eben auch das Religiöse. Wenn man nämlich so eine Weltanschauungsdebatte zu Ungarn führen will, ist es ja nicht einfach, wie ist es eigentlich jüdisch und ungarisch, sondern das funktioniert ja auch katholisch. So als Österreicher hat man ja doch irgendwie ein gewisses Näheverhältnis dazu. Der Kirchenkampf, der in den letzten Jahren in Ungarn getobt hat, zwischen dem obersten Benediktiner, der ein ganz scharfer Kritiker der Orbán-Regierung ist, und dem Kardinal von Budapest, der dem eben eher nahe steht, das ist ja ganz aufschlussreich nochmal über das katholische Leben in Ungarn selber. Ja? Also diese Frontstellungen sind nicht äußerlich, sondern die sind auch innerlich. Und eine andere faszinierende Geschichte, und deshalb war ich zum Beispiel an diesem Abend zu Ungarn in Deutschland so interessiert, ist ja eine andere ganz spannende Geschichte ist von Miklós Vetö. Also ich weiß nicht, ob er hier in Berlin bekannt ist. Ich bin ja für die Philosophie hier verantwortlich. Einer der ganz renommierten Philosophen, Spezialist für deutschen Idealismus in Paris, dann in den USA, ist eben Ungar aus Budapest. Ja. Geboren als jüdisches Kind. Der Vater hat angesichts der Bedrohung durch die Nazis Selbstmord begangen. Und Miklós wurde von einer katholischen Familie in Budapest aufgenommen und großgezogen, katholisch getauft. Das war die Methode. Ja. Das ist dann nach Paris emigriert, nach 56 eben, und ist dort eben ein berühmter Philosophieprofessor geworden. Sein jüngster Sohn, katholischer Priester, ist heute an der Gregoriana in Rom der Direktor des Instituts für jüdisch-christliche Beziehungen, ja, Etienne Vetö. Und es sind unglaubliche Geschichten, die man entdeckt, wenn man diesen ungarischen Spuren folgt. Und dazu wollte ich Sie anregen, dazu wollte ich den Auftakt heute machen. Ich bin ganz froh, dass wir das in einem ganz kleinen Schritt nur machen konnten. Wir müssen noch öfter Richtung Ungarn schauen und Ungarn in Berlin, in Deutschland. Ich werde Sie bestimmt wieder mit sowas konfrontieren. Ich bin ganz froh, dass wir jetzt zumindest den Auftakt machen konnten. Thomas Spahr, wollen Sie vielleicht ein kleines Resümee ziehen? Und dann sind Sie zu einem Glas Wein eingeladen. Ungarischer Wein natürlich. Also ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit, das Buch so, wie soll ich das sagen, ungarisch eskortiert vorstellen zu können. Marta Nagy hat das Wichtige gesagt, auch für das Collegium Hungaricum, und strömen Sie dahin, so wie ich auch dafür bin, dass wir alle nach Budapest fahren, dass wir mit den Menschen sprechen, dass wir sie kennenlernen, wenn wir sie nicht schon kennen. Aber Martha ist eben auch eine Germanistin. Sie hat übersetzt, sie kennt die deutschsprachige Literatur eigentlich besser als ich. Und auch das muss man präsent halten. Und an dem, was Sie, Herr Lengyel, gesagt haben, uns gesagt haben, so sind Sie ja ein, Sie haben ja gesagt, Sie haben mit Ausnahme von 1918 diese Schicksalsjahre Ungarns erlebt, aber Sie haben eine ganz kleine Episode erzählt, wie Sie und Ihre Frau ein Gedicht gehört haben auf Ungarisch. Und ich war neulich bei einer Freundin in Basel, Julia Pestalozzi, und sie hat frei auf Ungarisch rezitiert. Und mein Wunsch wäre, ob sie nicht zum Abschluss vielleicht ein Gedicht uns auf Ungarisch sagen können. Ihr beiden. Ich kann nur die ungarische Fußballnationalmannschaft.
aber du, machen Sie, machen Sie. Aber das gehört nicht zur Philosophie. machen Sie. Oder nur eine Zeile oder zwei. Okay, dann sage ich halt eben die erste Strophe der ungarischen Nationalhymne. Das passt doch ganz gut zur Nationalmannschaft. Hm? Das kennen Sie sogar noch. Oder kennst du vielleicht noch? Ich kann die ungarische Nationalmannschaft natürlich hervorragend. Ah, die Hymne. Isten áld meg a magyart. Wow. Isten áld meg a magyart. Jókedvel, bőséggel. Nyújts felé védőkar. Hadfújsz. Ellenséggel. ihr Leben. Das gibt's beim Wein. Das alle beim haben Wein. Die Bücher gezeigt. Der Gesang vor. Ich habe auch natürlich das Buch, ich habe zu wenig gezeigt. Jetzt seht ihr von mir auch das Buch mit vielen, vielen Notizen. Genau. Danke. Herzlichen Dank. Kommen Sie wieder. Einen schönen Abend. Vielen Dank. Und nur so als Hinweis.